jetzt wird's koordinativ interessant. Und so machen wir einen Komplex aus. Wir haben jetzt eben dieses Hüftbeugen gemacht, wo die Knie bleiben, wo sie sind. Wir beugen nach vorne, strecken. Das machen wir beim Kettlebell Swing auch. Das heißt, jetzt kommt ein einarmiger Kettlebell Swing. Danach geht es aber direkt in ein Squat Clean. Squat Clean bedeutet, wir machen den Swing, dann setzen wir das Ganze um, aber nicht hier hoch. Das wäre ein klassischer Clean, wenn wir von hier kommen, Swing, Clean. So, wir machen Swing, Clean. Ja, also der Swing ist ein Hüftbeugen und Strecken. Und der Clean ist ein aufrechtes Runtergehen. Sozusagen hier ein Squat. Swing, Squat, Push. Nach oben. Die drei Elemente. Also, einmal Swing nach vorne, einmal klein zusammen, einmal komplett nach oben raus. Aber wirklich dieses einmal beugt die Hüfte, Rücken ist gerade. Einmal beugen vor allem die Knie, Fersen am Boden, Rücken ist gerade. Und dann hoch. Jeder geht so tief, wie er kann. Wichtig ist, Fersen auf dem Boden, Knie fallen nicht zusammen. Und wenn ihr dann hier seid, ist auch okay und müsst nicht hier runterkommen. Das machen wir auf der einen Seite. Machen wir es locker, dann machen wir es auf der anderen Seite. Skaliert wird über die Tiefe beim Fangen hier und über das Gewicht. Und dazu hören wir, jetzt wird es schon wieder schwer, irgendwas. Die letzten zwei überspringen wir, die klangen wirklich gut. Mr. Brightside und Eye of the Tiger klingt eigentlich ganz gut, waren nicht meine favorisierte Interpretation. Dann nehmen wir, den nehmen wir. Also Swing. Here we go in five, four, und Thrust.
nehme ich mich ein bisschen. Dang. Wem das eine Aufzeichnung? Nicht genug war, der kann super das gleiche einfach nochmal hören und die Pyramide wieder runtergehen. Ich glaube, das schneide ich wirklich auch mal als Einzelclip raus. Und dann mal gucken, was passiert. Wer dann die ganze Session sehen will, der holt ja dann die ganze Session. Sehr gut. Weiter geht's.